Ja, Buenas tardes aus Tacoronte. So langsam geht es ans Eingemachte. Wir haben jetzt Mitte April. Ja, und somit werden auch die Herausforderungen ernster. Ein, zwei Pieces werde ich wahrscheinlich nicht machen können. Dazu habe ich jetzt erfahren, dass wir uns generell verspäten werden. Viel schlimmer wiegt, dass ich wahrscheinlich eins meiner Ziele nicht erreichen werde. Und das schauen wir uns heute an. Länger, aber. Obwohl jetzt hier der falsche Eindruck entsteht, ich bin absolut kein Plastikhasser oder sowas. Aber ich habe für mein Label und eben als Grundwert, als Grundprinzipien definiert, dass ich eben ja Umwelt-, Tier- und menschenfreundlich produzieren will und vor allem auch plastikfrei, und zwar nicht nur was die Verpackungen angeht, sondern vor allem was die Kleidung angeht. Und Stand heute ist es wohl unmöglich, Kleidung wirklich plastikfrei produzieren zu lassen, außer ich verletze eins meiner anderen Grundprinzipien, was das Thema nachhaltig angeht. Ja, das ist der Stand und das f***t mich ganz schön ab. Das Problem ist eins meiner anderen Grundprinzipien, nämlich, dass für mich Nachhaltigkeit eben Langlebigkeit ist. Wenn ich kein Polyestergarn benutzen will, um eben meine Kleidung plastikfrei produzieren lassen zu können, muss ich auf Baumwollgarn oder auf Tencelgarn umsteigen. Und damit kann ich nicht mehr garantieren, vor allem bei den Chinos, aber auch bei ein paar anderen Teilen, dass die Sachen wirklich langlebig sind. Sprich, dass sie nicht gleich reißen, wenn ich mich mal bück, um mein Kind hochzuheben oder irgendwas anderes mache, mir meine Schuhe binde. Von daher werde ich in den sauren Apfel beißen müssen und mindestens Polyestergarn verwenden müssen. Und Stand heute, zumindest ist das mein aktueller Kenntnisstand, gibt es noch keine wirkliche Alternative dazu. Ja, und ich hatte dazu lange Diskussionen auch mit Good Garment Collective, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass in 2024 es noch nicht möglich ist, Kleidung wirklich plastikfrei produzieren zu lassen. Und mir ist auch vollkommen klar, dass es schon ein ambitioniertes Ziel ist, wirklich komplett plastikfrei mit allen Kleidungsstücken gehen zu wollen. Und trotzdem f*** mich eben ab. Mein Ziel war es und ist es auch immer noch, mit meiner Kleidung eben keine Fußabdrücke, also zumindest keine negativen, zu hinterlassen. Sprich, dass die idealerweise zu 100% recycelbar sind oder kompostierbar sind, falls sie doch mal irgendwo landen sollten, wo sie nicht landen sollen. Und davon muss ich mich jetzt verabschieden, weil, was ich jetzt auch die letzten Wochen und Monate hart gelernt habe, ist, Nachhaltigkeit ist kein 0 und 1. Nachhaltigkeit ist kein Schwarz und Weiß, sondern eher 50 Shades of Grey. Und wenn ich das eine will, kriege ich es oftmals eben nicht ohne das andere. Sprich, wenn ich Langlebigkeit will, dann muss ich Polyestergarn benutzen. Ja, es muss mich jetzt eben entscheiden, was mir wichtiger ist. Und mir ist eben wichtiger, dass die Sachen langlebig sind. Und auf dem Weg wurde mir eben auch klar, dass mir Transparenz eben auch sehr wichtig ist. Das Absurde oder Verrückte, zumindest ist es für mich so, ist nämlich, dass selbst wenn auf den Care-Labeln 100% Organic Cotton oder was weiß ich was draufsteht, dass ich eben trotzdem Polyestergarn und andere kleinere Bestandteile benutzen darf. Das bedeutet, alle Kleider, wenn auch nur zu einem geringfügigen Anteil, eben auch aus Plastik bestehen. Manchmal frage ich auch, warum mir das so viel ausmacht. Was, ja, vielleicht ist es wirklich dieses idealistische Ziel, Kleidung zu machen, die keine Spuren hinterlässt. Ich habe gerade die vorläufige Materialliste aller Teile bekommen, weil wir jetzt ja mehr oder weniger kurz vor der Produktion der PPS, der Pre-Production Samples, sind. Ja, musste jetzt auf die harte Tour dann feststellen, dass wir die meisten Teile tatsächlich nicht ohne Polyester machen können. Hoodie und Crewneck werden wir Elastan in den Rippen, in den Bündchen haben. Wenn es ein 3D-Stick wird, wird der wahrscheinlich aus Polyester bestehen, weil es kein biocredible 3D-Stick gibt. Sprich, wenn ich 3D-Stick will, brauche ich Polyester. T-Shirt, Elastan in der Rippe. Jacke, die ich gerade anhab und mal an so lauen Frühlingsnächten austeste, wird der Stick, die Buchstaben, wird aus Polyester sein, wird aus Acryl sein. Selbst wenn ich den Stick weglasse, worüber ich gerade nachdenke, werden die Klebepunkte der Messingknöpfe mit Polyester verstärkt, damit die eben auch hier wieder halten, langlebig sind und nicht gleich abfallen. Das Piqué-Hemd kriegen wir tatsächlich bis auf den Polyestergarn ohne Plastik hin. Die Schiene werden wir bis auf den Polyestergarn auch ohne Plastik hinbekommen. Bei der Beanie bin ich mir gerade noch nicht sicher, ob wir da Baumwollgarn benutzen können. Das könnte eine Alternative sein. Ansonsten ist da nichts aus Plastik. Ja, und die Five Petal Cap, die ich gerne machen möchte, mindestens Polyestergarn. Da könnte ich über Baumwollgarn nachdenken. Aber der Visor, der wird aus recyceltem Meeresplastik
dass es die Alternative, die auch nicht wirklich zufriedenstellend ist, um ja, die Steifigkeit, die Festigkeit dahin zu bekommen. Ja, mein Ziel ist jetzt eben so nah wie möglich an meine Vision einer plastikfreien Kleidung ranzukommen. Ich denke, ich werde eine ganz gute Quote jetzt trotzdem erreichen, aber die 100% werde ich nicht schaffen. Oder das jetzt mein langfristiges Ziel eben ist, von Kollektion zu schauen, was ist der aktuelle Stand der Forschung. Ich habe jetzt was von Milchgarn gelesen. Ich glaube, das ist jetzt aber auch noch nicht produktionsreif. Und das Ganze wird wahrscheinlich Zeit brauchen und wird wahrscheinlich auch viel Geld kosten. Und solange werde ich eben, wohl oder übel, mit dem Thema Polyester-Garn leben müssen, wird mein Endgegner bleiben. Ja, das ist der aktuelle Stand. Wie gesagt, vielleicht mache ich mir auch zu sehr einen Kopf um die Thematik Polyester-Garn und Co. Stand heute werde ich definitiv was... was hier hinten? Okay, jetzt habe ich vor lauter Blitz gar nicht gesehen, was da hinten los ist. Da saß nämlich was auf der Mauer. Das war wohl eine Eule. Ja, Stand heute werde ich wohl das ein oder andere killen müssen. Wahrscheinlich werden die Buchstaben dran glauben auf der Jacke. Vielleicht macht mir auch einfach einen zu großen Kopf. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Bin ich da zu genau, zu penibel? Ja, ein anderer Punkt, der mir gerade noch so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist die Thematik, dass ich ja aufgrund von ein paar Stoffverzögerungen von Lieferanten einige Teile wirklich verzögern werden, sodass wir Stand heute von August ausgehen mit dem Launch der meisten Teile, beziehungsweise ich mir Gedanken machen muss, auch wegen Shootings und wegen dem Kurzfilm, den wir machen wollen, ja, wann ich denn was wie machen kann und wann ich was auch wirklich dann launchen kann und wann eben was zum Verkauf steht. Und nächste Woche werde ich wahrscheinlich ja, mal eine etwas andere Folge machen. Lasst euch einfach überraschen. Buenas noches. Yo, Breaking News. Live aus dem Schnittraum sozusagen. Ich wollte mich eigentlich noch rasieren. Egal. Ja, es gibt gute und es gibt schlechte Neuigkeiten. Ganz frisch. Ich habe es ja angekündigt im Video. Ich habe ein Telefonat noch mit Good Garment Collective. Und so wie es aussieht, werden wir die Oberteile doch mit Baumwoll oder Tencelgarn machen können. Heißt T-Shirt, Hoodie, Crewneck, Sweater, Hemd, vielleicht auch die Jacke werden wir tatsächlich nahezu plastikfrei hinkriegen, was ziemlich geil ist. Bei genau den Teilen bis auf die Jacke kommt es aber tatsächlich wegen den Stofflieferungen zu Verzögerungen, sodass wir hier jetzt von August ausgehen. Das heißt, Daumen drücken, dass es doch vielleicht auch noch schneller wird und sich nicht allzu sehr verzögert. Bleibt spannend. Alright, das war's dann jetzt aber auch wirklich. Jetzt entlasse ich euch dann nicht aus der Nacht, sondern wieder warten doch aus dem Tag. Bis nächste Woche. Ciao. Jetzt kann ich mich rasieren gehen.